Herzlich willkommen zu einer neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die MG3 Legendary, Royal Legendary oder Legendary Royal, Dragon, ich glaube mal. So war das. Auf jeden Fall, was ich zu der sagen kann, man kann sie leider nicht mehr bekommen. Man konnte sie gewinnen mit der M66 Legendary Dragon und der, X-Legendary Dragon. Auf jeden Fall geht es hier um die MG3 Legendary und, was ich dazu sagen kann, ich bereue es richtig, denn mir wurde erst im Review klar, was für eine Power dahinter steckt und wirklich, es einfach ist, damit zu spielen. Zwar kann man damit nicht wirklich gescheit sprayen, also da kann ich eher eine M294, also eine Minimi eher raten. Oder, ja, ich könnte eher eine Minimi, also eine Minimi könnte ich euch eher empfehlen zum Sprayen, aber diese ist wirklich, also die hat wirklich Power. Man kann damit eigentlich leicht umgehen. Man muss eben halt nur einzeln tippen, denn auf dem Spray ist sie nicht so genau, da verzieht sie schon echt hart, das muss ich sagen, aber an sich ist diese Waffe wirklich schön, denn sie glitzert allgemein überall schön. Und das ist auch das Gute daran, denn wenn ihr euch dreht oder euch bewegt allgemein, dann seht ihr schon, dass sie immer so einen glitzernden, leichten Schimmer hat. Besonders wenn man sie aufhebt. Außerdem ist Legendary auch, naja, diese Waffen gibt es eben halt nicht so oft und sind nicht durch GP-Crates oder eben halt durch, wie nennt man das, CP so normalerweise verkauft für temporäre Tage, sondern das ist Limit. Egal. Auf jeden Fall vom Punkt Power her, macht sie auf den Kopf instant 100 von jeglichen Reichweiten. Auf den Oberkörper macht sie dann an ungefähr 37 bis 40 Damage. Das ist schon echt hart, denn allgemein MGs machen ungefähr um den Dreh so 39-40. Eine AK auch, also die AK ist eigentlich am Overpowered von den Rifles, aber wir sind bei den MGs. Ja, wie gesagt, es ist eine MG, also ihr könnt damit richtig gut im Ghost Mode einmal brattern, denn diese ist auch noch ein bisschen leiser als jegliche andere MGs, denn die MG3 hat auch gedämpften Sound sozusagen, also die ist gar nicht wirklich auffällig, nur vom Aussehen her, aber würde man sie hören, würde man eigentlich sagen, das wäre eine SMG sozusagen. Die Schussgeschwindigkeit ist nicht wirklich dolle, denn sie schießt, naja, nicht wirklich schnell, ich würde jetzt sagen, so wie ungefähr eine Desert so schnell, also eben halt würde man tippen und also tippen bei der Desert und bei der MG3 würde man gedrückt halten, dann wäre das ungefähr gleich ungefähr. Also von der Schussgeschwindigkeit. Also es ist wirklich nicht schnell, aber man kann dennoch trotzdem viele damit töten. Ihr seht schon, ich halte es damit nur im Team Deathmatch durch, weil Hero Mode X und so, da muss ich sonst zu viel schneiden. Aber ihr könnt sie natürlich auch zu Hero Mode X nehmen, das ist selbstverständlich sehr gut, weil sie hat 150 zu 150 Munition. Hier im Spiel habe ich das gerade erweitert mit den Char und ja, eigentlich hat sie gewöhnlicherweise nur 300 Bullets insgesamt, aber jedoch kann man das ja durch ein extra Magazin erweitern, also 150 zu 300. Zwar braucht man gar nicht so viel, weil man eigentlich ja mit Team Deathmatch oder eben halt Siege and Destroy zockt. Und wenn man mal eine ordentliche MG braucht, dann sollte man zur MG3 wechseln. Also, ich kann sie euch nur empfehlen zu holen. Zumindest könnt ihr sie jetzt nicht mehr holen, aber ihr könnt natürlich zum Beispiel Kollegen fragen. Sicherlich hat ein oder der andere Kollege vielleicht noch eine MG3 oder ihr schaut einfach mal bei Zombie-Mode nach. Spielt richtig auf Zombie-Mode, dann könnt ihr die aus Crates gewinnen. Das ist auch eine Art und Weise, aber nur für 7 Tage. Außerdem ist die Liquid Metal Silver oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, vom Gewicht her, das ist wirklich noch einer der leichtesten MGs, würde ich sagen. Man kann wirklich noch gut da durchlaufen durchs Spielfeld. Aber würden natürlich Zombies oder Mutanten hinter euch her sein, denn seid ihr gefickt. Auf die Füße, habe ich ja noch nicht gesagt, macht sie ungefähr an die 19 bis 23 Damage. Von der Close Range natürlich gemessen. Die Reload Time beträgt 2,8 Sekunden. Das ist eigentlich schon recht schnell für eine MG. Denn eigentlich braucht eine MG durchschnittlich an die 3 bis 4 Sekunden. Und das ist wirklich somit einer der schnellsten MGs, die in dem Spiel nachladen können. Full-to-Empty-Mag ist in 14,9 Sekunden. Das ist schon eine fette lange Zeit, denn ich habe echt die ganze Zeit dran gestanden, also aufgenommen und dann einfach auf eine Wand geballert und ich habe mir so gedacht, scheiße, schießt die langsam und 15 Sekunden wirklich, das ist
eine harte Sache. Ich meine, die meisten Magazine sind schon nach 2-3 Sekunden leer und eure erst nach 15 Sekunden. Was ist das denn? Aber natürlich schießt sie ja nicht so schnell, also. Plus und Minus gibt's bei dieser Waffe schon, sie ist langsam, aber dafür sieht sie geil aus und jeder hebt sie auf, weil das einfach ein Muss ist, denn man sieht sie gar nicht. Vielen Dank an Benjamin dafür, dass ich deinen Account leihen durfte und wenn ihr jetzt noch Waffen habt, zum Beispiel die M66 Legendary Dragon, dann wäre es nett, würde ich die reviewen können oder die M14 EBR Gold. Ja, das war's vom Review. Ich bedanke mich an Benjamin auf jeden Fall, Benjamin 1, wie auch immer, dass ich das Review machen konnte. Und abonnieren, favorisieren, liken und die Glocke hat geläutet. Und bis dann. Tschö. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut einfach mal bei meinem Partnerkanal nach.